Hallo Minecraft-Freunde, ihr wisst ja, das letzte Haus war beendet, das war fertig, nun hatte ich aber nichts mehr zu tun. Muss ein neues Business-Haus her. Yep, ich habe damit schon mal angefangen. Und hier ist der Hebel. Da geht schon mal eine geheime Treppe auf. Sowas ist übrigens ganz praktisch, wenn man zum Beispiel auf einem Server etwas baut und will nicht, dass es entdeckt wird, dass es gegrieft wird. Ist schön versteckt, entdeckt man nicht sofort. So, erst einmal Licht. Dann machen wir mal die Wand auf. Ups, noch eine Wand. Yep, ganz genau. Gehen wir hier rein, machen das Ganze wieder zu. Gut, hier werde ich noch gucken, dass ich irgendwie eine Beleuchtung hier kriege. Und dann machen wir mal diesen. Da habe ich jetzt noch nichts gebaut. Das ist noch nicht fertig. Aber hier haben wir schon mal angefangen, ein Wohnzimmer einzurichten. Ich werde hier noch automatisches Licht einfügen. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Ob ich das über die gesamte Decke hinweggehen lasse oder durch die Wände. Keine Ahnung, werde ich mir noch überlegen. So, hier ist schon mal das erste Zimmer, das Wohnzimmer. Hier hat es die Höhle so gegeben, dass quasi hier so eine Einbuchtung war. Als ich hier alles weggekattet hatte, da war halt hier die Höhle. Da habe ich mir gedacht, okay, das nutzen wir, da machen wir Bücherregale hin. Ja, wie so eine kleine Bibliothek im Wohnzimmer. Jo, was haben wir hier noch gemacht? Ja, ein paar Sitzgelegenheiten, einen Kamin. Und jetzt, zack. Komplett automatisch. Hier geht er vollständig zu. Nicht wie bei dem anderen Haus, wo dann nur unten drei Blöcke zugingen. Hier geht er dann vollständig zu. Was ich hier noch weitermachen werde, weiß ich nicht. Ich wollte euch lediglich ja, auf den Laufenden halten. Ich bin noch nicht weg. Ich baue schon wieder an meinem nächsten Business-Haus. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß damit. Die Map gibt es dann wie üblich zum Download. Und somit sage ich wieder und tschüss.